Was ist Mokuba denn? Frag Mokuba Kaiba. Wo ist der denn? Was ist los? Ja? Oh geil, wie konnte das passieren? Ich hab den gleichen Text wie vor 2 Jahren. Was soll ich jetzt dahin? Ah ja. Ah, da sind die beiden. Die habe ich immer so gern gemacht, auch im Anime früher. Lumi Sudambra. Mokuba, du bist der Köder, der Seto anlocken soll. Komm mit uns. Hört auf, ihr Monster. Auf so etwas lässt sich mein großer Bruder nicht ein. Mahlzeit. Mokuba. Yugimoto? Wer seid ihr? Yugi und du. Entschuldige dich bei den Ghouls. Mit solchen Gören werden wir leicht fertig. Ihr zwei werdet jetzt mit uns kämpfen. Na gut. Yugi, Duran. Jeder von uns nimmt es mit einem von euch auf. Egal mit wem, ihr könnt wählen. Duran, mit wem willst du dich duellieren? Lumis oder Ambra? Ich habe immer Ambra genommen, ich nehme heute mal Lumis. Du willst es also mit mir aufnehmen, aber renn nicht einfach weg, Göre. Okay, bereite dich auf dein Ende vor. Das habe ich schon öfter gehört. Haben die eigentlich auch das komplette so Maskenensemble? Ich spiele einfach direkt mal Raigeki. Einfach nur, um einen kleinen Zugvorteil zu haben. Oh, jetzt hätte ich auch angreifen können. Na egal. Wenn ich ein geringer Drache. Sandwurf des Lebens. So. Dann mach mal was. Er will nicht. Er möchte nicht. Nein, heute habe ich keine Lust, sagt er sich. Oh, tut mir aber leid. Lumis, das tut mir aber echt leid jetzt. Ich sollte nicht so hoch aufwürfig sein. Vielleicht kriege ich noch einen auf die Fresse. Ich sehe es kommen. Jetzt sind immerhin 989. Was ist denn für ein Wert? Jetzt sind immerhin Gegner mit Skin. Das heißt, dass sie wichtig sind. So, den kriege ich zum Beispiel gar nicht down. Ja, dann machen wir halt so, komm. Zwar beide weg, aber dann kann ich wenigstens noch ein bisschen Schaden reindrücken. Wenn er jetzt was Besseres zieht, dann habe ich sowieso die Arschkarte. Mist. Obwohl, das ist ein Dämon. Scheiße, der gerade auch, ne? Ach Mann, ich bin auch blöd, ey. Ja, sorry, ich hab's nicht gemerkt. Ich habe vergessen, dass ich ein Lichtviech auf dem Feld habe. Facepalm, jetzt bitte. Danke. So ein Käse. Ja, Lumis, tschüss, ne? Gewonnen! 30 Kapazität, ca. 30.000 Domino und maskierte Bestie, der ist geil, yes. Geil. Richtig krass. Ich bin der ultimative Killer, aber was denkst du jetzt von uns? Wie könnten wir nur beide verlieren? Meister Marek ist stark, bitte vergib uns. Marek! Stark, so stark. Ich sah durch dich, durch die Augen dieses Ghouls. Jetzt weiß ich, wie du deine Deck zusammenstellst. Was ist geschehen? Hat er sich verändert? Ja, das merkt man der Stimme. Yugi ist ein ganz heller. Ich möchte mich vorstellen, ich bin Marek Ishtar und habe ein Millenniums-Item. Millenniums-Gegenstand. Mein Millennium-Rod, mein Millennium-Stab. Gehirn macht jeden hörig. Mein Millennium-Rod-Gehirn, was? Mein Millennium-Stab macht jeden hörig. Eine Berührung und sie sind mir treu ergeben. Das Schicksal deiner Freunde liegt in meinen Händen. Mein nächstes Puppentheater wird bestimmt lustig. Marek ist da. Was hat er vor? Gehen wir? Ich weiß nicht. Gehen wir. Du hast recht, wir müssen uns beeilen. Marek ist das Ziel, kann warten. Fahren wir Mokuba nach Seto Kaiba. Jimmy und Thea sind in Lebensgefahr. Gewonnen. Los gehen wir. Ciao, Ambra. Ciao, Lumis. Erwarte bloß keinen Dank von mir.
Schon gut, Mokuba. Wir wollten dich etwas fragen. Wo ist dein Bruder, Seto? Mein großer Bruder? Die Ghouls haben Joey und Thea. Vielleicht kann dein Bruder helfen, Joey finden. Die Ghouls, ja? Yugi, ich helfe dir nicht gerne. Aber diese Monster dürfen nicht ungestraft entkommen. Mein großer Bruder ist bestimmt in der Kunstgalerie. Aber ich weiß nicht, ob er mit dir sprechen wird. Danke, Mokuba. Okay, Duran, besuchen wir Seto Kaiba. Alles klar. Besuchen, als ob ihm die Kunstgalerie gehört, sag mal. Da. Oh Mist. Das war eigentlich so nicht geplant. Yugi, Duran, was führt so ein wie dich hierher? Die Ghouls haben Joey. Und seinen Freund entführt? Kannst du uns bitte sagen, wo wir Joey finden können? Wir brauchen deine Hilfe. Dreckweh, er ist mir völlig gleichgültig. Aber die Ghouls, sie ärgern mich. Das sind schmutzige Heuchler ohne Respekt für Karten. Ich habe schon selbst erwogen, sie zu bestrafen. Yugi, ich helfe dir nicht, aber ich prüfe alles. Die Ghouls müssen stets überwacht werden. Warte hier. Ich checke mal auf unseren Computern. Disk Transponder in Bereich F, Sektor 5362. Wheeler ist in der Nähe des Kais. Danke, Seto. Keine Ursache. Erlege die Banditen. Dankeschön. Und da hat sich ein neuer Bereich freigeschaltet, der Kai. Vorher gehen wir mal in den Kartenladen. Auch noch was Schönes hier. Alter, wie viel Geld wir einfach haben. Das wird auch kein Mensch mehr ausgeben. Ach, ich kaufe jetzt nichts. Ich kaufe jetzt nichts. Komm, wir wollen die Story verfolgen. Das Spiel einfach bald schon zu Ende ist. Ist es so krass. Oh, hi, Bennett Keith. Du, Yugi, da bist du ja endlich. Aber weiter kommst du nicht. Hier ist eine Endstation. Mal sehen, wie du dich gegen uns alle behaupten kannst. Wir müssen uns trennen. Ich nehme die Ghouls. Duran, Keith gehört dir. Glaub nicht, ich werde zweimal verlieren. Weiß ich nicht. Warum darfst du anfangen? Du Arsch. Hier, zack, Licht gegen Dämon. Jetzt kommt er aber mit einer Maschine und haut mich weg. Ja. Der Gigatech-Wolf. Nein! Warum sag ich's auch noch, ey? Ach, scheiße. Ich hab nix. Muss wieder so agieren. Hopp. So, ein bisschen Kanonenfutter rausholen. Immerhin überlebt. Dankeschön. Das war jetzt... Oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Was macht der da? Okay, ich... predikte mal, indem ich ein Viech in die Verteidigung setze. Oh oh. Ich glaube, ich muss schnell handeln. Das sieht ganz böse aus. Und da fliegen vier Karten. Okay. Okay. Alter! Oh, den einfach mal um 1000 hochgepusht, ey. Aber ich habe immer noch den hier. Einfach der weiße Drache. Schluss jetzt. Ich habe gesagt, Schluss jetzt hier. Es reicht jetzt. Und KI for the win. Er greift an. Tschüss. Oh, er steht noch mit 100. Hier, komm. Das ist auch schön. Du kannst einfach Lego trotzdem nochmal angreifen. Tada! 30, 30.000 und Sera. Nice, willkommen Sera. Ein äußerst starkes, sehr großes und bösartiges Monster. Es greift mit seiner ganzen Masse und gebogenen Krallen an. Den kann er halt auch beschwören. Aber nein, Meister, mach ich da. Dein Sieg gegen Keith war bemerkenswert. Meine Kollegen sind hier, sie warten auf dich. Mach ich da, du, gegen wir. Da oben links kann man schon was sehen. Guck mal ganz oben links. Jetzt nicht mehr, das ist weg. Okay, hier werden wir gleich. Ach, guck erstmal, das schaffe ich noch. La 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 la. Oh, hi. Joey, Thea, ist alles in Ordnung? Schön, dass du kommst. Ich habe auf dich gewartet. Joey, was ist los? Duellier dich mit mir, Yugi. Aber wieso? Joey, hör mal. Sei still. Hör mit dem Geplapper auf. Sonst muss Thea dafür mit dem Leben bezahlen. Auch Joey wurde einer Gehirnwäsche unterzogen? Duran, Yugi, das hier wird euer Untergang. Der Verlierer versinkt im Meer in Ketten und wird in einem Anker beschwert. Ich
duelliere mich nicht mit meinen Freunden Gefahr. Schön, wenn du dich weigerst, es will. Thera, Thea, höre ich. Auf meinen Befehl wird sie eine Giftkapsel einnehmen. Na, weigerst du dich noch immer voll hart eigentlich? Das ist ja so widerlich. Duelliere dich jetzt. Jomi, wach auf. Es nutzt nichts. Muss ich das hier tun? Ja. Oh, cool. Yogi? Ich kann nicht gewinnen. Ich kann nicht meinen eigenen Freund so besiegen. Ich kann einfach nicht. Dann versink in den Fluten. Hineintauchen bleiben. Ja, komm, wir springen hinterher und retten Yogi. Krepier im Tang. So. Und die Mütze sitzt. Fertig jetzt. Mein Gott. Hartnäckig bis zum bitteren Ende. Wie du willst, Duran, du bist an der Reihe. Aber dieses Mal wird dich niemand retten. Genug, geh mir aus den Augen. Okay, Marek will's wissen. Und zwar gibt's den ultimativen Kampf jetzt. Wir kämpfen gegen Joey, der von Marek kontrolliert wird. Scheiße, der Raketenkrieger. Erde. Wald war gut, ne? Aber ich hab nix mit Wald. Okay, dann machen wir mal folgendes Skelett eigentlich, dass wir eine Karte ziehen. Dankeschön. Und die hier legen wir ab. So. Oh, scheiße, ich hätte verteidigen sollen. Egal. Wolf. Ja, Raketenkrieger. Komm, alles easy. Kriegen wir alles noch hin. Jawohl, da ist eine Säurefallgrube und Krötenmeister. Komm, eben was rufen hier. Oh, Wolf ist jetzt mal weg. Damit haben wir schon ein weniger. Okay, das ist aber ungünstig. Das reicht beides nicht aus. Ja, ist gut. Jetzt haben wir gerade ein Problem. Bedeutet wohl, ich muss mein Deck gleich nochmal etwas abändern, wa? Wenn ich den verbessere, bringt mir das auch nichts. Ne. Ich glaube, das haben wir, glaube ich. Glaube. Das könnten wir vergeicht haben. Jetzt muss was kommen. Nein. Das haben wir vergeicht, da brauche ich nichts mehr legen. Das ist durch. Wir haben leider verloren. Schade. Wir versinken. Oh, hi, Yogi. Okay, jetzt müssen wir noch mal eben gucken. Ja, mal was verbessern hier. Okay, wir nehmen einfach mal was raus. Was können wir denn hier raus? Dich können wir rausschmeißen. Und dich. Dafür holen wir jetzt ein paar andere Viecher rein, die ein bisschen stärker sind. Ich würde eigentlich einfach Exodia nehmen. Oder? Könnte ich machen. Taurus kostet zu viel, König Rex kostet zu viel. Ich kann was für ja, knapp 220 insgesamt nehmen. Sangan kostet 87. Da nur 1000, das ist auch nicht wirklich gut. Mammutfriedhof. Ja, Mammutfriedhof wäre eine Idee, aber nee. Hab hier. So, hab hier mal rein. Dann können wir jetzt noch so ein Tributviech nehmen, oder? Ne, jetzt bin ich zu... Ach, scheiße, das sollte draußen bleiben. Ne, warte mal. Ich muss was anderes machen. Ne. Wo sind die beiden, die ich reingesetzt habe? Du raus und du raus. Nicht die Harpie, die ist einfach... Kostet zu viel. Könnte gehen. Warum müssen die alle so fuck teuer sein? 87, der hat doch 1000 Angriffspunkte. Hat 1,4, das ist auch nicht schlecht. Und dann den noch, geht es? Es geht, nice, dann machen wir das so. Dann machen wir das einfach so, dann haben wir jetzt einen 1-4er drin und nochmal so eine Sanduhr. Die Sanduhr kann uns ja jederzeit
dienlich sein. Und bei der Kies liegt er einfach immer noch. Ach ja, Story Lava nochmal. Das machen wir jetzt noch. Und dann soll es auch gut sein. Komm, diesmal schaffen wir ihn. Ba, 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 boom. Wie hast du denn so schnell den Flammenschwertkämpfer rufen können? Warum hast du jetzt schon verloren, Yugi? Du bist ein Loser. So. Oh. So langsam bin ich auch fertig, du. Halt, denke ich, bis zum bitteren Ende. Blablabla. Ah, jetzt habe ich ja wieder. Nehmen wir jetzt einfach mal Exodias Kopf. Alter, ist denn das für eine Starthand immer? 1200, reicht das? Ewige Flamme, ja, komm. Ja, komm. Der ruft gar kein. Was? Alles klar, perfekt. Dann kann ich erstmal ein bisschen klonen hier. Und schon mal vorschwächen. Da ist der Wolf, okay. Der Wolf ist gar kein Problem. Ich werde nochmal einen Doron klonen. Denn mein Hexenlehrling kann den Wolf umkloppen und dann kann Doron 1, sag ich mal, nochmal angreifen. Und da ist es wieder. Weißt du, jetzt ist es so ultra einfach anscheinend. Und gerade war es einfach unmöglich, weil die Hand wäre. Manchmal hast du das. Da passt die Hand nicht, ey, und jetzt passt einfach alles. Siehst du, er greift so mit so einem schwachen Viech an. Gewonnen. Wir sind durch. Ohne eine Falle zu aktivieren. Siehst du, so kann es auch gehen. Gerade noch gesagt, oh, Fallen, wo seid ihr? Aber dann, oh, tschüss, weg. Mann. 30 Kapazität, ca. 40.000 Domino und rotäugiger blauer Drache. Toll, hätten wir uns gleich kaufen sollen. Na, egal. Duran, du. Aber diese Marionette hier, ich werde sie beseitigen. Joey, wach auf. Spalte die Worte. Er ist meine Marionette. Wir haben einander versprochen, dass wir es bis ins Finale schaffen. Alle drei. Daraus wird nichts. Meine Marionette wird ins Meer springen. Auf Nimmerwiedersehen. Joey, erinnere dich. Unser Versprechen. Sprechen. Du bist Joey, unser Freund. Nein. Unmöglich. Meine Kontrolle unterbrochen. Yugi, Duran. Ich, was... Du bist wieder bei Sinn. Was ist los? Wo bin ich? Komm jetzt, wir müssen zurückgehen. Oh. Du kannst dir nicht vorstellen, wie froh ich bin. Er tut mir leid. Ich habe nicht aufgepasst. Er drang völlig unvorbereitet in meinen Verstand ein. Schon gut, du, Thea. Wir alle sind sicher. Es ist allein Marek Ishtars Schuld. Dieser Marek Ishtar? Was ist er? Er sagt, er hätte einen Millenniumsgegenstand. Aber ich weiß nicht, warum sie Karten sammeln wollen. Und warum haben sie es auf uns abgesehen? Wenn wir ins Finale kommen. Oh, mein Bäuerchen. Taucht er sicher auch auf. Dann rechne ich mit ihm ab. Verlass dich drauf. Dieser Feigling verbirgt sich immer hinter anderen. Ich erledige ihn. Marek Ishtar und seine Komplizen kommen ins Finale. Das wird unser wichtigstes Duell. Ja, das glaube ich auch. Oh Mann, mir läuft die Zeit davon. Ich brauche noch eine Locator-Card. Tut mir leid, aber ich gehe. Ciao. Ich habe alle Locator-Card gesammelt. Duran, du hast auch alle gesammelt. Fehlt nur noch Joey Satz. Sobald er die Karten hat, gehen wir gemeinsam ins Finale. Tschüss. Muss ich irgendwas machen? Ich muss bestimmt irgendwas Besonderes machen. In den Kartenladen gehen. Haha. Hi. Kann hier mal eine andere Musik auftauchen? Wir haben doch alles geschafft. Ist doch alles kein Grund, hier bedrohliche Musik abzuspielen. Immer das Gleiche. Alter, 208.000. Oh Gott. Sie stärkt blauige weiße Drachen auf dem... Oh, nice. Nimm mal gleich ein paar mit. Wahrscheinlich werde ich sie nie einsetzen können, aber wir können sie ja mal mitnehmen. Zack, ich mag diese Hornisse. Der Dödelei. Weißer Hai. Ja, komm. Kaufen jetzt... Oh, ihn hier liebe ich. Ein riesiger Meeresdrache, der große Flügel erzeugt. Das Feld ins Meer verwandelt. Der kostet nur 41. Der ist sowas von gut.
Und jetzt kaufe ich mir erstmal ein paar Wasserviecher dazu. Denn das, meine Freunde, könnte im späteren Verlauf des Spiels eine gute Strategie sein. Boah, der hat jetzt richtig gute Karten hier. Bin ich von Yamimakai. Barox. Dunkle Chimäre. Metallwächter. Boah. Gyakuteno Megami, eine Göttin, ihren Kampfverlauf ändern und alle Monster auf dem Feld maximal Angriffskampf von 500 stärken kann. Oh, nice, her damit. Ne, das sind 5er. Nee. Ich habe jetzt da so ein Wasserviech stehen. Wir können jetzt mal so ein bisschen darauf bauen, dass wir die auch einsetzen. Weil ich dieses Gear, diesen einen Kariushin des Wassers, der ist super gut. Halt, weil er das Feld in Wasser verwandeln kann. Allein das ist so gut. So, den nehmen wir auf. Und dann nehmen wir die Meerjungfrau noch. Na, den nicht. Nymphe hier, ja komm, nehmen wir zwei von mit. Tiefenwasser nehmen wir welche mit. Okay. Dann. Nochmal einmal Lichtschild, dann haben wir drei. Das ist alle nichts wert hier. Oh, die Schildkröte ist auch natürlich auch nice mit einer guten Verteidigung. Körperrecher, oh, den können wir auch mitnehmen. Kauf einfach ein bisschen was und gut ist. Können wir ja machen. Wir haben das Geld. Das kann ich nie ausgeben. Warum also nicht verwenden? Jetzt komme ich wirklich vorbildlich Wasser. Da ich wirklich dieses Kairyoshin-Viech haben will. Aber dich kaufe ich auch. Das habe ich schon so oft. Ach, das hab ich auch gepasst. Egal. Falsche Falle können wir eigentlich auch mal kaufen. Die ist auch nicht schlecht. Guck mal, kostet auch 0. Die einfach den Angriff reduziert. Superheld auf der Seite des Bösen. Im Gegenzug für seinen Kraftverlust kann er ein Monster auf dem Feld des Feindes. Ja, okay, Unsinn. Das nehmen wir mit, den kaufen wir uns. Da können wir mal gucken hier. Spruch, der alle Karten auf dem Spielfeld zunichte macht, ruft Sturm hervor, der alle Karten vom Spielfeld weht. So. Friedensboden kaufen wir auch noch weg. Fertig. Dum, 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 dum. Ich glaube, wir müssen zu dem Kunstladen. Meine, das war so. Aber jetzt muss ich mal gucken. Deck, so. Wir haben kaum Kapazitäten. Und ich glaube, ich werde dieses Deck hier einmal komplett neu aufstellen. Ich werde jetzt mal irgendwann alles, gleich mal im Offscreen, alles rausnehmen. Und dann mal versuchen, das neu aufzustellen. Beziehungsweise diese Fallenkarten lasse ich auf jeden Fall drin, weil die halt wichtig sind. Das werde ich auf jeden Fall aber erstmal offscreen machen. Hier beende ich für heute erstmal die Aufnahmesession. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.